So, willkommen zurück im nächsten Part. Achso, ich weiß gar nicht, ob ich den reinhauen kann. So, fleißig, fleißig. Einen anderen, da. Ach, da bin ich so komplett runtergekommen. Wo haben wir das? Lost. Links, rechts. Suchen wir den Kerl, der dich umgehauen hat. Ich warte nicht. Oh, Licht. Hätte man lassen können. Boah. Gleich den nächsten hier. Ja. Vorhin kommt die auch noch wieder. Die nicht genug? Na, ihr EMP hat ihr echt geholfen. Oh nee, nicht die. Das ist hart. Ach nee, sind die normalen. Nicht die ganz normalen Einheiten da. Alles okay. Okay, nächsten Abschnitt überprüfen. Oh, ich brauche hier über die Kiste. Bereich gesichert. Verstanden. Nächsten Abschnitt durchsuchen. Boah. Da waren wir skeptisch. Was soll ich denn dich eigentlich so töten? Hier ist nichts zu sehen. Wir müssen uns so gut.
Oh nein. Ich brauche jemanden, der bei der Suche hilft. Kommt noch einer im Fokus? Komm noch ein Stück ran. So, Thermal ist erstmal weg. Genau so weg. Mann ausgefallen, brauche sofort Verstärkung. Brauchst nix. Oh, hat er noch gehört? Einen von uns hat. Ich brauch die Lootbox. Dringend. Tote Hose hier. Ne, hier ist eine, da ist eine. Macht gar keinen Sinn. So, zack. Laptop. Den kann man ja gar nicht übersehen. Ist gut. Ist okay. Alter. Reicht doch mal langsam hier. Oh, ich wollte noch gar nicht. Shit. Aber egal. Einer. Ist okay. Alter, hab dich doch nicht so wegen dem Stück. Rein hier. Ich Bert. Da darfst du nicht hin. Musst du noch dein Ziel oben links oder so sehen in der Ecke. Sam, auf deiner Fluchtroute durch die Gärten ist ein Sicherheitstresor. Scheint, als wärst du nah an einem Kontrollraum. Greif dort auf das Terminal zu, dann können wir die Türen öffnen. Nobel. Wie, hier ist keine Sau. Muss ich hier rein? Ah. Da kommen gleich welche. Ist doch meistens so. Mal sehen, was alles geht. Oh, schick. Gib mir eine Minute, Sam. Ich öffne einen Ausgang für dich. Grim, was macht die Exfiltration? Arbeite noch dran. Scheiße. Was ist das? Wir haben noch mehr Verstärkung bekommen. Charlie, du musst dich beeilen. Sag ich doch. Das ist vom iranischen Militär? Das ist ja das Seltsame. Es herrscht Funkstille. Sie hat den Ball flach. Um nicht das Gesicht zu verlieren. Du musst da weg, Sam. Du hast es mit iranischen Spezialeinheiten zu tun und dir läuft die Zeit davon. Das nenne ich Timing. Alles okay, Sam. Die Sicherheitsschleusen sind offen. Schon unterwegs. Überlegt euch mal, wie ich hier wieder rauskomme. Gar nicht. Willst du denn den umbringen? Schon unterwegs. Überlegt euch mal, wie ich hier wieder rauskomme. Ja, komm.
hier raus. Briggs kommt mit einem Transporter. Briggs? Wir streifen uns, nachdem er dich da rausgeholt hat. Treffpunkt andere Seite der Gartenanlage. Das ist nicht ohne. Was machen wir jetzt? Ich hab gerade was geworfen. Machen wir jetzt anders. Ich glaube, wir haben keinen. Den müssen wir einfangen. Okay, machen wir. Okay, jetzt bin ich nicht mehr so stressig. Wenigstens bleibt der immer, auch wenn es neu lädt. So. Und tschüss. Zwischen dir und dem Fahrzeug der Gegner, Sam. Sieht nach schwerer Kampfpanzerung aus. Danke für die Warnung. Und hier geht's sicher auch, ne? Dann machen wir das jetzt so. Hey, dort Mikona. Der wird ja nicht das Problem sein. Das zählt schon nicht mehr als Stealth Kill, aber es geht nicht mit Tastatur. Das habe ich vergessen. So, ich denke mal, reicht mit Action hier, oder? Jetzt abgeholt. Endlich. Oh, da sind wir wieder Kumpels. Die Drohne zeigt mehr als ein Dutzend Fahrzeuge, die sich dir nähern. Die nächste Welle von Fahrzeugen nähert sich. Gibt's eine Ausweichroute? Raus kommt ihr nur durch die Mitte. Soll heißen? Bringe die Drohne runter. Das Radar wird sie orten. Unser geringstes Problem. Luftbodenraketen aktiv. Negativ. Man wird sie als Beweis gegen die USA verwenden. Grim! Waffen der Drohne aktiv. Grim, ich hoffe, du weißt, was du tust. Aktiviert sein.
Grundsatz erwischt, okay. Ich hoffe, shit. Du weißt, was du tust. Unbeirrungbarer. Fahrzeug ausgeschaltet. Scheiße, man hat uns bemerkt. Mein Fahrzeug ist nicht gut, aber auf den iranischen Funkkanälen ist die Hölle los. In Kürze wird die Flugabwehr aktiviert sein. Fahrzeug vernichtet. Mine ausgeschaltet. Ich weiß, dass ein unautorisierter Drohnenangriff... Es gab keinen Drohnenangriff, nur eine bedauerliche Funktionsstörung einer Drohne. Ja, natürlich. Sie sind nicht ohne Grund dort. Sie sollen mich über alles auf dem Laufenden halten. Das tue ich, Madam President. Nicht, wenn ich Ihnen nicht trauen kann. Ach komm, Graham. Erwartest du etwa Ihren Dank? Du hättest das an meiner Stelle auch gemacht. Um mein Leben zu retten, einen Krieg riskiert? Alles, was ich tat, diente unserer Mission. Die Präsidentin kann sich wohl nicht als Einzige was schönreden. Wir konnten beweisen, dass der Iran keine Verbindung zur Blacklist hat. Das ist nicht, was ich meinte. Ich weiß, was du meinst. Du bist der Meinung, dass ich den gleichen Fehler gemacht habe wie Briggs in London. Man wird zu Entscheidungen gezwungen. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Es darf nichts Privates sein. Wirklich? Dann geh mit gutem Beispiel voran. Wir wissen beide, dass du alles riskieren würdest, um Vicks Leben zu retten. Vic hat gar nichts damit zu tun. Er ist der einzige Grund, dass du hier bist. Nur eins ist dir wichtiger als dein Job. Dein Team. Grim. Danke. Wenn du mir danken willst, red mit Briggs. Wenn wir es schaffen wollen, brauchen wir ihn. Hey, Leute. Der Sender an der Chemiewaffe? Er ist fast in Amerika. So. Hab ich gerade gesehen, Paladin, so heißt das Schiff. Also. War echt eine schöne Mission. Nur, dass am Ende. Hätten noch zwei Wege geben können. Hab gehört, ein undichtes Gasrohr hat eine Explosion in Teheran ausgelöst. Hätte auch ruhiger wegkommen können, das wäre besser gewesen. So, jetzt brauchen wir nur noch das letzte. Ach komm, mach mal. Jetzt haben wir alles. Komplett ausgerüstet, das Ding. Machen wir mit der Frau quatschen. Keine Ahnung, verängstigt. Der Blacklist-Countdown läuft und die Leute drehen durch. Alle verstecken sich in ihren Kellern. Ich kann mir schlimmere Orte vorstellen. Gibt's Krieg mit dem Iran? Das wird doch was zu sagen. Hängt von der Präsidentin ab, und davon, wie schnell sie Grimms Berichte liest. Habt ihr etwa... Nein,
Er ist wach. Du hast ihn gesprochen? Etwa 5 Minuten, bevor sie ihn wieder ausgelockt haben. Er hat starke Schmerzen. Aber er sagte, dass er zurückkommt und du ihm ein Bier schuldest. Ja, das klingt nach Vic. Schön, das zu hören. Aber, Schatz. Ja, doch, Freunde. Du musst einen Gefallen tun, okay? Zu sagen, Kind wäre ein bisschen... Bleib morgen zu Hause. Bisschen zu alt, die Stimme. Gut. Dad, ich wünschte, ich könnte es dir sagen. Und die sagen ja dort, Dad. Tu's für mich. Bitte. Machen wir noch was wegen Ausrüstung? Charlie? Und nochmal da bei den Waffen gucken. Ich habe nicht die Daten verarbeitet, die du aus Teheran mitgebracht hast. Irgendwas über Blacklist? Die Kurzbrigaden sollten Sadiq umlegen. Glaub nicht, dass dein Freund der General gelogen hat. Aber ich habe auch schlechte Neuigkeiten. Unsere Verbindung zu Nuris Handy ist abgebrochen. Oh, den finden wir. Klasse. Nun, dann kommen wir jetzt zur heilige Scheiße, was tun wir jetzt, Abteilung? Die Chemiewaffen, die wir seit London beobachten, sind in Amerika. Charlie, das ist großartig. Unser Plan funktioniert. Mann, ich will gar nicht wissen, was für dich eine miese Nachricht ist. Ne, da gibt's gar nichts mehr für uns. Ich halte dich auf dem Laufenden, in jeder Hinsicht. Mehr brauchen wir gar nicht an Geld. Voller Rotz. Mögliche Ziele. Na dann. Sicherheitsprotokolle der iranischen Armee für dich zum Üben, wenn du das hast, was ich brauche. Und Scheiß hast du! Ich hab den Quellcode, Alter. Wenn du mir im Austausch dafür ein paar von deinen coolen Cracking-Soproteinen vermachst, wäre ich vielleicht bereit, ein bisschen von dem, was ich habe, abzugeben. Wenn das wieder so ein Scheiß wie damals ist, als du meintest, du hättest Zugriff auf eine schwedische Bank. Warum fängst du schon wieder damit an? Wir müssen... Gibt's was Neues, Olli? Der Sender bewegt sich immer noch südlich auf der I-95. Hab Aufnahmen von Kameras entlang der Route besorgt. Schick sie Charlie. Wenn sich was ändert, sag Bescheid. Solltest du nicht aussteigen? Die Dinge ändern sich. Wir haben einen Teil des Kennzeichens. Übernimm das. Okay. Der Sender an der chemischen Waffe ist jetzt kurz vor Philadelphia. Das Zeug hätte niemals ins Land gedurft. Wenn wir den Angriff nicht verhindern... Wir werden nicht diesen Angriff verhindern. Wir werden alle Angriffe verhindern. Unser Militärgeheimdienst hat Verhöre durchgeführt, die ich abgehört habe. Sadiq hat Kommandanten, denen er vertraut. Sie denken, dass diese Kommandanten die Durchführung der Angriffe koordinieren? Wenn wir ein Leben erwischen könnten? Dann würden wir die Pläne für Blacklist kennen. Ein super Zeitpunkt für sowas. Der Transporter ist ein Leihwagen. Er wurde genau wie 5 andere mit falscher Kreditkarte gemietet. Der Sender! Er wird langsamer.
Höhe East Oregon. Fährt Richtung South Columbus zum Zugdepot der Stadt. Auf Überwachungskameras schalten. Die anderen Ingenieurfahrzeuge sind schon dort. Die Bomben könnten scharf sein. Landet das Flugzeug. Philadelphia International hat uns schon Landeerlaubnis erteilt. Cockpit, Landeanflug abschließen und dann... Irgendwelche Infos über die Bombe aus London? Liegen bereit. Die Dinger zu deaktivieren dürfte nicht schwer sein. Gut. Charlie, du musst irgendwie den Funk in dem Gebiet stören. Wir können keine Fernzündung riskieren. Mach ich. Briggs, wir gehen zusammen raus und zwar sofort. Hurra! Rauchgranaten sind optimal, wenn du viele Gegner und Ziele hast und große Freiflächen decken musst. Euch um die Gegner in dem ersten Transporter. Ausschalten, sonst zünden sie die Bombe. Bereit. In Position. Gute Sicht. Fahrer markiert. Verstanden. 3, 2, 1. Sam, geh zur ersten Bombe, bevor sie explodiert. Ich hab doch gar keins eingesteckt. Scharfschützengewehr. Zum Glück kämpfen die da. Ich würde hoffentlich niemand vermissen. Sauber. Niemanden abschießen. Grim, ich werde jetzt die erste Bombe entschärfen. Verstanden. Setze Funkstörsender. Cool. Signal gut. Wir haben 3 weitere Sprengsätze geortet, Sam. In einem Tunnel in deiner Nähe, auf dem Wartungshof im Ringlokschuppen. Der Bereich ist zu groß, sonst läuft die Zeit davon. Wir müssen uns aufteilen.
schicke euch die Positionen aufs Opset. Der klingt schon wie Grimm. Alles okay. Grimm, eine Ahnung, wer der Anführer ist? Eine Vermutung ist auf dem Opset. Der Verhaltensanalyse nach leitet er diesen Angriff der Engineers. Ich werde ihn fragen. Also nicht töten. Einbruch, Briggs. Tischer Ende. Auf was für eine Scheiße habe ich mich da eingelassen? Briggs, Beeilung. Hätte ich auch gehen dürfen. Jetzt muss ich mit dem spielen. Transporter, du findest das Nervengas. Finde das Nervengas und deaktiviere den Mist. Da kann ich mal markieren. Mit Alt. Hat er überhaupt was hier? Ah. Hat er was Leises? Ja. Ich höre wohl Gespenster. Ja. Ich glaube auch. Ich höre Gespenster und dann wieder Englisch. Das ist ja komisch. Hier ein Ego-Shooter. Krabber. Ich glaube, jetzt hole ich was Stärkeres. Noch einer. Ist aber auch gedämpft, oder? Steht da nicht. Scheiß drauf. Oh oh. Der Aufzug bewegt sich. Wir kriegen Besuch. Das war's schon mit dem Besuch. Du hast nichts gemerkt, oder was? Erwischt. Alter, das ist wohl so ein Fetter. Ah, das war mir schon klar, ey. Das ist die letzte. Konzentrier dich auf die Bombe. Grimm. Ich bin bei der Bombe. Heftig. Er hat sich überlebt, ey. Hätte ich nicht gedacht. Briggs, hey. Ich habe anhand von Sams Aufnahme aus London ein Schaltbild der Bombe angefertigt. Sie enthält ein Aerosol-Verteilsystem. Das hat ihn vermutlich auch vergiftet. Alles wird gut. Du musst nur langsam die Ummantelung aufschieben. Nein. Gib mir Grimm und zwar schnell. Ja, zu tun. Sucht mit Sam den Anführer. Glaubst du, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit dir zusammenzuarbeiten? Schick einfach die Details aufs Opset, Charlie. Sprengsatz deaktiviert. Ab nächste Position erreicht. Sam, die Engineers machen die Bombe auf der anderen Seite des Viaduktes scharf. Beeil dich. Bin dran. Hey Sam, das SMI vermutet, dass um die Bombe herum alles vermint ist. In Bodennähe. Na jo, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lass gerne einen Raum da.
Und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.